find out what the Hoff can do. Bitte jederzeit im Chat Fragen stellen. Please ask your questions in the chat at any time. Ich freue mich jetzt auf ein paar Minuten mit der Autorin von Mein Glück ist meine Entscheidung, wie ich meine Beine verlor und mein Lächeln behielt. Angie Barbour, eine große Ehre. Herzlich willkommen zurück auf der Bühne. Hallöchen. Ich habe das Buch Angie, sogar hier vor mir liegen. Das wollte ich dich gerade bitten. Kannst du es uns einmal zeigen, dieses wunderbare Cover? Also erstmal, bevor ich euch das wunderbare Cover zeige, ich habe normalerweise immer Lesezeichen da drin, aber natürlich habe ich es jetzt verlegt. Ich habe nämlich auch eigene Lesezeichen dazu bekommen. Ja, ich habe jetzt von der Post so ein Kärtchen da drin. Ne? Ha! Ja, das ist mein Buch. Und wunderbar. Da war ich noch ein bisschen heller von den Haaren. Genau, die Frisur hat sich geändert, aber eine Sache, die sieht man natürlich sofort auf dem Cover, wo du so wirklich stolz und glücklich eine Straße entlang läufst. Ja. Ich möchte das einfach mal für alle stellvertretend verstehen lernen. Also im November 2019, du auf der Autobahn, du gerätst in einen schlimmen Unfall, bist so schwer verletzt, dass du heute zwei Beinprothesen trägst. Wenn du jetzt, sagen wir mal, im Frankfurter Hof wärst, an einer Bar, und du triffst jemanden wie mich, der noch nie von dir gehört hat, was von deiner Geschichte erzählst du eigentlich über ein Glas Wein, wenn du jemanden triffst, der dich sieht und der mit dir interagiert? Was sagst du da? Ich glaube, da kommt es ganz drauf an, auf welchen Menschen ich treffe. Und ich gehe da auch immer ganz darauf ein, wie mein Gegenüber eben mit mir umgeht. Mir ist es immer sehr wichtig, dass man eben respektvoll miteinander umgeht, aber auch auf das eingeht, was ja vom Gegenüber eben kommt. Und da wird es ganz individuell sein. Kommt drauf an, wie du mit mir reden würdest, welche Fragen du ansprechen würdest, welche Themen so thematisiert werden würden. Aber ich bin halt ein ganz normaler Mensch, wie du auch. Ich habe einen Job, ich habe Haustiere, ich habe eine Wohnung, ich habe ein Leben. Das mit den Prothesen oder mit meiner Behinderung, ich habe nicht nur Prothesen, sondern auch einen Rollstuhl, in dem ich gerade auch drin sitze. Das ist etwas, das kommt so noch dazu. Das ist nichts, was irgendwie weniger ist oder so, oder was nur Thema ist. Nein, das ist so ein kleiner Teil meines Lebens. Aber ich glaube, wir würden viel eher über ganz andere Themen sprechen. In der Bar habe ich wahrscheinlich auch dann eher etwas Kurzärmeligeres an und dann würde man auch sehen, dass ich hier ein bisschen angemalt bin. Ich habe nämlich einige Tattoos und wahrscheinlich würden wir eher darüber reden, als über meine Behinderung, ja. So when somebody meets you for the first time, yeah, you might chat about what happened to you, but it might be as well end up with your tattoos because they're much more visible. And as you said, what is with your legs and you may or may not be sitting in a wheelchair is a very, very, very small part of your personality. Du nennst dich die Frau, die das Lächeln nie verliert. Wie hast du zu dieser Zeile gefunden und was sagst du Menschen, die wissen möchten, was bedeutet das? Ich war im Krankenhaus und ich glaube, es war irgendwie so, dass ich halt einfach immer noch wegen allem am Lachen war. Also es hat sich nicht groß was verändert und ich habe da auch tatsächlich was rausgesucht, was jetzt gerade ganz gut passt. Ich würde euch das gerne vorlesen, wenn ich darf. Und zwar habe ich geschrieben, ich bin nicht gestorben, also muss ich auch nicht heulen. Punkt. Meine Familie hat sowieso einen Hang zum Pessimismus, während mein halbes Glas so voll ist, dass es überläuft. Deshalb bin ich damals auch so schnell wieder auf die nicht mehr vorhandenen Beine gekommen. Deshalb habe ich nicht lange mit meinem Schicksal gehadert, sondern es angenommen. Und ehrlich gesagt, ich habe was draus gemacht. Ich bin glücklich, richtig glücklich und nicht trotz meiner fehlenden Beine, sondern mit meinen fehlenden Beinen. Dass sie nicht mehr da sind, gehört zu mir. Das klingt unlogisch und ein kleines bisschen verrückt. Aber ihr wisst, was ich meine. Vergesst die Beine, mir geht's gut. Und ich finde, das passt an dieser Stelle richtig gut, weil wir sehen immer das, was wir nicht haben. Wir sehen, dass wir letzte Nacht vielleicht 2 Stunden weniger geschlafen haben als die Nacht davor. Aber wir sehen nicht, dass wir in diesen 2 Stunden, in denen wir nicht geschlafen haben, ein richtig geiles Gespräch hatten. Natürlich sind wir heute müde deswegen. Aber gestern war es richtig schön. Und das sollten wir dann sehen. Und so ist es halt bei so vielen Dingen im Leben. Es ist total schlimm, einen schweren Unfall zu haben und die Beine zu verlieren. Aber es ist noch viel schlimmer zu sterben. Und ich bin nicht gestorben. Und deswegen, ja, habe ich auch mein Lächeln nicht verloren. Und deswegen
bin ich wahrscheinlich auch noch viel glücklicher als vor meinem Unfall, weil ich einfach weiß, wie schnell es vorbei sein kann und ich einfach dankbar bin, dass das Schicksal mir ein zweites Leben geschenkt hat. The woman who never lost her smile, very strong reminder about living life intensely and being happy about being alive and not complaining about a night of bad sleep. And thank you so much for the strong reminder. And ich glaube, dein ganzes Buch ist ein Reminder daran, wie man das Leben eigentlich leben sollte. Sabine hat gerade gefragt, wo hast du denn veröffentlicht? Das ist, glaube ich, eine Frage, die können wir ganz schnell beantworten. Dein Verlag heißt, du kannst es ja vielleicht kurz in die Kamera halten, Topicus. Ja. Und Topicus gehört zu Amazon Publishing. Und ich habe vielleicht an dieser Stelle das kurze Glück, Franz mit auf die Bühne zu holen, um zu sagen, ja, wie seid ihr denn mit Angie überhaupt zusammengekommen? Wie hat das funktioniert? Das fragt nämlich Sabine auch, lieber Franz. Ja, also so wie viele Bücher den Weg auch zu Verlagen finden über eine Agentur. Und ja, also wir sind als Verlag mit verschiedenen Autoren im Gespräch, aber uns ist eben auch sehr, sehr wichtig, Leuten eine Stimme zu geben, die auch wirklich was zu sagen haben. Und da hatten wir einfach in dem Beispiel von Angie das Gefühl, dass das hundertprozentig zutrifft. Und deshalb war es uns wichtig, das Buch zu veröffentlichen und ihre Message an mehr Leute zu verbreiten. Amazing. So your mission is to work with great authors, and you found Angie through an agent, but you eventually said, this is very, very close to what we stand for as a publishing house, which is giving people a voice that have not published before, and people that have something important to tell. Thank you so much, Franz. And Angie, du hast noch aus dem Krankenhaus heraus begonnen, deine Geschichte zu teilen auf Instagram. Du hast quasi von dort, wenn ich das richtig verstanden habe, überhaupt erst angefangen, auf Instagram wirklich aktiv zu sein. Du hast alles dokumentiert, festgehalten. Du hast auch reflektiert über Instagram, was dir passiert ist. Jetzt bist du, wie wir gerade von Franz gehört haben, Autorin eines Buches. Und viele deiner Geschichten, die zuerst auf Instagram zu lesen waren, sind darin eingeflossen. Dabei hast du mir in der Vorbereitung gesagt, du wolltest eigentlich gar keine Autorin werden. Wie geht's dir jetzt damit, dass du auf diesem Buch stehst? Wir haben ja auch in den Vorgesprächen eigentlich schon zusammengefasst, dass ich mit dem, was ich gemacht habe, in einer anderen Art und Weise bereits Autorin geworden bin, unabsichtlich. Und dann bin ich da so reingerutscht. Ich weiß noch, als die ersten Personen auf mich zugekommen sind, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau ablief. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, weil so ein Buch schreibt sich nicht von heute auf morgen. Und es war unglaublich viel, so das so zu sehen. Und Leute wollen mit mir ein Buch schreiben und denken mir so, was, worüber? Und ich denke mir so, ich habe doch nichts erlebt. Und dann am Ende jetzt dieses Buch in der Hand zu halten und so zu sehen, wie viel da an Informationen drin steckt und wie viele Bücher noch in mir stecken. Also ich habe dieses eine Buch jetzt geschrieben mit Unterstützung von Andrea Schlitzer, muss man halt dazu sagen. Ich habe einfach in meinen Augen die perfekte Ghostwriterin für mich gefunden. Wir haben dieses Buch geschrieben und es stecken so viel mehr Bücher noch in mir drin und ich habe nicht mal daran gedacht, dass ein halbes Buch in mir drin stecken würde. Und da auch nochmal an alle Menschen da draußen, ihr habt alle eine Geschichte und es ist super interessant und super wichtig, diese Geschichte auch zu schreiben, weil wenn man irgendwann geht, kann man etwas hinterlassen und wenn zumindest eine Person dieses Buch liest und sich dadurch motiviert, inspiriert oder angenommen fühlt, dann hat man schon einen enormen Erfolg ins Leben so gebracht. Und ja, ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich mal ja mich Autorin schimpfen dürfte, aber mittlerweile bin ich unendlich, unendlich stolz und dankbar über die Möglichkeit, die ich bekommen habe. Und ja, dass andere Menschen was in mir gesehen haben, was ich selber noch nicht gesehen habe. So first you thought, I don't have a book in me. I'm not an author. Now you think, oh, I could write 10 more books. I have so much to say, and so it is with everyone else. All of us have a book in themselves, whether you believe it or not, and we just have Rochelle
chiming in the chat here as an author. Kudos to you, Rochelle, and to everyone who put yourself on that journey. Angie said she had a very good ghostwriter. That's always a great step towards success, but still, the books that get published are the ones that get finished. That's what my agent once said. Die Bücher, die veröffentlicht werden, das sind die, die fertig geschrieben werden. Und Angie, du hast es geschafft und du hast es gerade schon gesagt, die Reaktionen, die du bekommst, Claudia, wir gehen gleich auf deine Frage auch ein im Chat, die sind dir sehr, sehr wichtig. Wer ein Buch schreibt, der gibt anderen einen Spiegel, sich selbst zu sehen, sich anders zu begreifen und auch darauf zu reagieren. Was erlebst du, seitdem du das Buch veröffentlicht hast? Was sind Reaktionen, die dir in der letzten Zeit besonders wichtig waren? Ich muss sagen, ich fange mal von hinten an mit den Dingen, die normal sind. Man sieht ja normal auch immer mehr das Negative oder das, was nicht so oft kommt. Das heißt, all die guten und tollen Sachen, die ich viel zu lesen und zu hören bekomme, lasse ich mal eben außen vor. Die konstruktive und teilweise auch negative Kritik, die ich bekomme, bestätigt mich, dass ich genau das, was ich mit dem Buch erreichen wollte, erreicht habe, weil die negative Kritik ist meistens, ich wollte dieses Buch lesen, ich habe das Buch gelesen und habe nur viel über ihr Leben davor erfahren. Ich habe mir zu Beginn die Frage gestellt, was fragen sich die anderen, wenn die mich das erste Mal kennenlernen? Was hast du dich gefragt, als du das erste Mal von mir gehört hast und gehört hast, wie ich mit allem umgehe? Was war das bei dir? Kannst du es mir beantworten? Eigentlich vor allem Bewunderung und riesigen Respekt, weil ich natürlich deine Geschichte nicht so nachfühlen kann, aber weil ich nachfühlen kann, was es bedeuten muss, damit als Autorin raus in die Welt zu gehen und sich immer und immer und wieder mit dieser Geschichte zu identifizieren und sie anderen Menschen hinzulegen und zu sagen, was machst du damit? Das bewundere ich sehr. Dankeschön. Also worauf ich hinaus wollte, du wirst, also jeder, der mich jetzt noch nicht vorher kannte, hat sich die Frage gestellt, wie konnte es sein, dass dieser Unfall sie sowohl psychisch als auch körperlich nicht umbringen konnte? Und genau mit dieser Fragestellung bin ich reingegangen in den ganzen Prozess. Darum habe ich mein Buch aufbauen wollen. Und am Ende habe ich halt logischerweise eine Biografie geschrieben, weil ich ja vor meinem Unfall auch ein Leben hatte und dieses Leben mich irgendwie darauf vorbereitet hat. Und das ist es im Leben einfach meistens. Nicht nur, wenn man einen Unfall oder eine Krankheit hat, sondern wenn man im Leben was erlebt, das bereitet einen immer auf das vor, was noch kommt. Und deswegen bin ich so reingegangen. Und die Kritik, die dann kommt, ist dann wirklich, ich wollte doch von ihrem Unfall erfahren, ich wollte wissen, wie es ihr danach erging. Die Zeit nach meinem Unfall, als wir das Buch quasi fertig hatten, das waren nicht mal 2 Jahre. Und das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Das ist so viel mehr davor gewesen. Und jetzt von dem Negativen wegzukommen, das positive Feedback. Viele Menschen können es greifen. Die haben das Gefühl, ich bin die Nachbarin, ich bin die Freundin. Und es ist total wichtig für mich gewesen, dass man das Buch liest und nicht das Gefühl hat, man ist sich fremd. Ich wollte, dass man das Gefühl hat, man sitzt mit mir gemeinsam auf dem Sofa, im Bett oder am Esstisch oder am Strand, wo auch immer man das Buch eben liest und ich erzähle meine Geschichte. Ich wollte, dass es einfach greifbar ist, dass man einfach mich so wahrnimmt, wie ich bin, denn ich bin unendlich echt und verrückt und lustig. Und genau das wollte ich rüberbringen und genau das habe ich geschafft, denn das Feedback ist wirklich durchweg positiv. Diese konstruktive Kritik und die Kritik insgesamt ist so die Bestätigung von dem Positiven sogar noch. So, und das ist so unendlich schön. The question, why survive? How is this possible? How could she survive? This was the initial question for this book. And now the reactions are pouring in. And then she says, the best is always when people feel they're my friend, they're maybe my neighbor, they get really close to me. And sometimes there are negative reactions as well, but they all help in the end to get that core message across. And und wir haben Fragen hier im Chat. Eine ganz wichtige Frage von Silvia. Angie, an wie viele Sprachen ist das Buch schon übersetzt worden? Also erstmal, das Buch ist ja noch gar nicht so alt, aber gibt es dazu schon Neuigkeiten oder sollen wir Franz nochmal auf die Bühne holen? Wir können Franz gerne nochmal auf die Bühne holen. Ich bin, also
Bisher, soweit ich weiß, nur in Deutsch, ne? Ja, ist bis jetzt nur auf Deutsch erhältlich. Das kann ich bestätigen. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Sehr gut. Die Absolut. Buchmesse ist jetzt gerade. Wer weiß, was ihr in einer Woche auf diese Antwort sagt. How many languages is this book translated? So far it's only one, but everybody who is here, listen up. It's already a bestseller. Vielen Dank für die Frage und vielen Dank für die Antworten, auch von dir, lieber Franz. Angie, du hast gerade schon gesagt, Humor ist für dich was ganz Wichtiges. Und ich wollte dir jetzt eine unverschämte Frage stellen. Du hast nämlich auch immer wieder von seltsamen Reaktionen berichtet. Also Menschen, wenn du im Rollstuhl sitzt, die dich einfach packen und schieben. Jetzt, du erlebst auch, dass einfach Menschen Fotos von dir machen, als wärst du ein wildes Tier. Und es gibt häufig einfach so ungefragte Aktionen. Und du sagst, stop it, macht nicht einfach ungefragt Sachen, bitte kommuniziert mit mir. Und da habe ich mir gedacht, ich frage dich jetzt gar nicht zu der Kommunikation, sondern ich frage dich ganz direkt mit deinem Humor, was ist der beste Keine-Beine-Witz, den du zuletzt gehört hast? Also ich muss sagen, ich bringe halt einen wirklich fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag und das ist, nimm die Beine in die Hand und das ist nicht nur ein Witz, es passt halt auch total zu meinem Leben, ne? Es ist so total lustig, aber ich meine das halt auch einfach todernst. Nimm die Beine in die Hand, mach was draus. Und das habe ich gemacht. Großartig. Nimm die Beine in die Hand. Ich habe auf Amazon auf deinem Autorenprofil auch noch gelesen, ich habe nicht keine Beine, ich habe drei Paar. Das fand ich Ja. auch super. Und natürlich sehen Menschen immer, wenn sie dich sehen, wie wir auch jetzt schon darüber gesprochen haben, dass sich der Unfall äußerlich verändert hat. Nochmal trotzdem wollte ich dich nochmal ganz spezifisch fragen, wie sehr hat er dich als Mensch verändert und welchen Anteil hat das Buch an deiner Veränderung, die du seitdem durchgemacht hast? Ich muss sagen, ich rede auch selber immer davon, einfach nicht nur ein Teil von mir. Irgendwie bin ich gestorben an dem Tag und neu geboren worden. Also ich rede ja auch immer von zwei Leben. Das ist mein zweites Leben. Das hat am 5.11. angefangen. Ich habe jetzt diesen Freitag Geburtstag, am 21.10. Und Freunde wollen diesen Geburtstag feiern. Ich habe an diesem Tag nichts zu feiern. Dieser Tag, der vereint mich mit meinen Eltern oder mit meiner Mutter. Ich habe mit meiner Mutter keinen Kontakt mehr. Ich feiere den 5.11., weil ich an diesem Tag ein zweites Leben geschenkt bekommen habe und habe überhaupt keinen Bezug mehr zu meinem anderen Leben diesbezüglich. Es ist wie, als würde ich von einer Person sprechen, mit der ich ganz lange befreundet war, mit der ich aber nicht mehr befreundet bin seit dem Tag. Es ist einfach. Es ist sehr distanziert, dennoch sehr nah, weil ich es halt war, aber ich bin das nicht mehr. Wow. So your calendar birthday is coming up, but you said I died and I was reborn. And Yes. that is my birthday, and that is in November, and that is what I celebrate. And the friends who ask me if I can celebrate my birthday, I Ja. tell them that's not my birthday. You don't get the message. And ja, ich bin immer wieder fasziniert davon, dir zuzuhören. Ich habe mir viele Interviews angehört mit dir im Vorfeld. Ich empfehle auch sehr, Angie einfach zu googeln und die vielen Podcasts und Interviews, Fernsehinterviews gemeinsam mit dem Buch zu genießen, in denen man so, so viel von dir lernen kann. Sabine schreibt es auch gerade in den Chat. Es ist einfach faszinierend, wie du erzählen kannst. Und ich wollte dich zum Ende des Interviews noch um eine Message bitten, weil du auch so toll darin bist, Menschen Mut zu machen. Es gibt so viele da draußen, die sagen, ich bin keine Autorin, ich bin kein Autor, ja, die hat es geschafft, aber für mich ist das nichts. In mir steckt doch kein Buch. Das ist was für Genies, die Zeit haben, die sich jahrelang, stundenlang hinsetzen. Was rufst du diesen Menschen zu? Was ist deine Message? Bekomme Gänsehaut, während du die Frage nur formulierst. Ich habe genauso gedacht. Ich dachte, in mir steckt keine Autorin. Wer wird sich das durchlesen? Und mittlerweile, ich sehe, wie viele Menschen wirklich nicht nur deutschlandweit, sondern auch darüber hinaus mein Buch lesen, meine Geschichte ein Stück weit zu ihrer machen für eine Zeit lang. Und es ist unglaublich. Und hätte damals ja, mein Umfeld nicht so an mich geglaubt und auch die Menschen, die nicht in meinem engsten Umfeld waren, sondern die Menschen, die auf mich zugekommen sind, von Amazon zum Beispiel, dann hätte ich dieses Projekt auch niemals zu meinem Projekt gemacht. Und
Vielleicht brauchst du oder du gerade diesen Anschubser und schreib deine Geschichte auf. Du solltest es tun, weil es gibt bestimmt da draußen einige Menschen, die es gerne lesen wollen würden und deren Leben es verbessern würde. Und einfach machen. Warum haben wir so viele Möglichkeiten in unserem Leben, wenn wir sie nicht nutzen? To everyone who is asking themselves, should I become an author? I probably don't have it in me. Listen to Angie who says, you do. Why not taking that opportunity? Why not having the guts? Why not asking people to spend a little time with your story? And as Birgit puts in the chat, it's not easy, but it's possible. Und Angie, ich möchte dir sehr danken, dass du heute hier bist, dass du jetzt mit uns in die Breakouts gehst. Mein Glück ist meine Entscheidung. Was für ein toller Titel. Der Untertitel sagt das alles, wie ich meine Beine verlor und mein Lächeln behielt. Ich sehe dich jetzt lächeln und ich freue mich, dass du hier bist. Geschrieben hast du gemeinsam mit Andrea Schlitzer. Auch Andrea nochmal einen Shoutout, einen Gruß. Der Topicus Verlag bei Amazon Publishing ist der Verlag, der das Glück hat, dich zu veröffentlichen. Und wer weiß, welche Verlage es noch in der Zukunft sein werden für die weiteren Sprachen. Danke für dieses Buch und für deinen Besuch, Angie, und dass du uns hilfst, das Lächeln nicht zu verlieren. You are helping us to not lose our smiles in this time. Thank you for that. Und ich möchte euch jetzt alle einladen, I invite you all, before we enter the breakouts, to switch on your cameras and thank Angie, our amazing guest, for her inspirational visit here by shedding some virtual glitter. You know how it works if you've been at the Hof. You just stretch out your hands and you make a drizzle for Angie Barbour. Thank you, Angie.